Hallo und willkommen zum Schießstand. Ich bin der Michael und heute geht es beim Schießstand um ein Objektiv mit manuellem Fokus. Das 50mm Blende 1.2 von TT Artisan. Es ist ein manuelles Objektiv und ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von manuellem Fokussieren. Aber ich bin ein großer Fan von Festbrennweiten. Und dieses Objektiv hier hat 50mm mit Blende 1.2. Das bedeutet ein Äquivalent von 75mm Blende 1.9. Also ein perfektes Porträtobjektiv. Ich hatte damit richtig viel Spaß. Dieses Objektiv gibt es für den Canon EF und M-Mount, für den Sony E-Mount, für den Nikon Z APS-C-Mount und für den Fuji X-Mount. Und dazu sieht es auch noch richtig schön retro aus. Also perfekt für einen Fuji-User, oder? Aber bevor wir uns das Objektiv genauer anschauen, lasst schon mal ein Like und ein Abo da. Das unterstützt uns extrem und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das macht. Also jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Schon wenn man das Objektiv das erste Mal in die Hand nimmt, merkt man, das ist richtig gut verarbeitet. Trotz des günstigen Preises von 80 bis 130 Euro. Es ist komplett aus Metall. Und gerade mal bei einer Körperlänge von 60 mm wiegt es trotzdem 336 Gramm. Das fühlt sich einfach richtig wertig an. Es hat einen Durchmesser von 62 mm und übrigens ein Filtergewinde von 52 mm. Apropos Filtergewinde, auch der Objektivdeckel ist ein Filtergewinde. Das nervt enorm, weil so kann man es wirklich nicht schnell und abmachen und wieder drauf machen. Und man verhakt halt auch ständig. Aber da es ein manuelles Objektiv ist, entschuldigt es ein bisschen, man muss sich eh Zeit lassen beim Fotografieren. Der Blendenring ist auch richtig wertig verarbeitet, lässt sich schön fest hin und her drehen. Das ist ein angenehmes Handling, auch ein richtig schönes Klicken, hört man, gerade wenn man die Blende öffnet. Zum Fokusring, naja, was will man dazu lange erzählen? Er ist schön lang, der Fokusweg, von ungefähr 120 Grad würde ich jetzt hier mal tippen, ist das lang und da kann man richtig schön fein justieren. Coole Sache. Der Mount ist auch komplett aus Metall, aber leider nicht abgedichtet und eine elektronische Verbindung gibt es dann auch nicht. Man weiß also dann am Ende nicht, welche Blende man benutzt hat, wenn man das dann im Lightroom oder so anschaut. Bei so einem vollmanuellen Objektiv ist es auch wichtig, den Bildstabilisator in der Kamera ordentlich einzustellen. Also zumindest, wenn man eine IBIS-Kamera hat. Denn die Kamera kann die Brennweite ja nicht auslesen. Und die ist wichtig, damit der Bildstabilisator weiß, wie er arbeiten muss. Im Menü ist es also bei einer IBIS-Kamera wichtig, der Kamera mitzuteilen, welche Brennweite angeschlossen ist. In diesem Objektiv hier stecken 7 Elemente in 5 Gruppen, ist also einfach aufgebaut. Das ist bei 50mm aber normal, die sind eher weniger komplex. 50mm entspricht am APS-C einem Äquivalent von 75mm bzw. 100mm am Micro Four Third. Dafür gibt es das Objektiv nämlich auch. Was das Objektiv hier aber besonders macht, ist die Blende von 1.2 und die hat es wirklich in sich. Zudem hat es noch 10 Blendenlamellen und eine kleinste Blende von 16. Aber so ein Objektiv kauft man sich ja nicht, um bei Blende 4 oder aufwärts zu fotografieren. Schauen wir mal, was das Objektiv so kann und wie die Bilder aussehen, die man damit so macht. Schon mal ein positives vorweg, es ist auch bei Blende 1.2 in der Bildmitte angenehm scharf. Und das hilft natürlich auch beim Fokussieren. Zum Rand hin wird es dann ein bisschen unscharf, aber hey, wir sprechen hier von einem 80 bis 130 Blende 1.2 Objektiv. Wenn man dann ein bisschen abblendet, wird der Rand etwas schärfer, aber die Bildmitte bleibt eigentlich unverändert. Wie gesagt, ist halt trotzdem ein günstiges Objektiv. Und im besten Fall verschwindet ja der unscharfe Rand eh im Bokeh, also in der Unschärfe. Verschwindet die Unschärfe in der Unschärfe. Okay, kommen wir zum Bokeh. Das ist richtig schön. Das ist dreamy, das ist weich, das ist unauffällig. Einfach irgendwie richtig schön. Wenn man jetzt weiter abblendet, verliert aber auch irgendwie das Bokeh seine Schönheit. Das liegt vermutlich an den, Retro-Blendenlamellen. Womit dieses Objektiv hier richtig Probleme hat, sind CAs. Und da lassen günstige Objektive ja oft mal federn. Aber das muss man auch wieder im Verhältnis zum Preis sehen. 100 Euro und dieser Bildlook, da kann man eben nicht erwarten, dass es in jeder Hinsicht perfekt ist. Wohingegen es keine Probleme hat, sind Flares. Selbst bei tiefstehender Abendsonne gab es da kaum Probleme. Und was auch richtig gut ist, ist die Vignettierung. Selbst bei Blende 1.2 gab es kaum dunkle Ecken. Und wo wir gerade bei Lobeshymnen sind, was auch noch richtig gut ist, sind die Linien. Die man hier zum Beispiel hinter mir an dem Zug gut sehen kann, sind auch am Bildrand die Linien noch angenehm gerade. Damit aber noch nicht genug. Ich finde auch die Bokehkreise sind bei Offenblende richtig schön. Ein bisschen abgeblendet, schon auf Blende 2.8, entstehen aber so eigenartige Sterne. Das sieht meiner Meinung nach nicht mehr ganz so schick aus.
Ich habe mit dem Objektiv jetzt hier echt viel rumgespielt und hatte damit auch richtig viel Spaß. Man braucht von dem Objektiv jetzt keine Wunder erwarten. Und wenn man nur Porträts macht, naja, ey, dann Finger weg davon. Aber wenn man halt nur ab und zu mal Models fotografiert und ja, vielleicht gleich 1000 Euro ausgeben will, ist es auf jeden Fall ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es macht Spaß, macht richtig schöne, tolle Fotos, das Bokeh ist richtig schön dreamy. Und auch wenn ich eigentlich nicht der manuelle Fokussierer bin, bleibt dieses Objektiv auf jeden Fall erstmal in meinem Fotorucksack und wird auf jeden Fall immer wieder ausgepackt. Ein Link zum Objektiv ist unten in der Videobeschreibung und wenn ihr über diesen Link einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nicht gemacht, dass ihr ein Like über für dieses Video da lasst, das unterstützt uns enorm. Und wenn auch noch nicht gemacht, dann abonniert auch noch diesen Kanal. Da verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert auch noch die Glocke. Dann werdet ihr noch benachrichtigt, wenn wir ein neues Video raushauen. Und das hauen wir relativ regelmäßig raus. Ich habe jetzt hier noch zwei weitere Fuji-Videos für euch. Wenn ihr euch die noch reinziehen wollt, viel Spaß dabei. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.